Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Weiterentwicklung der Netzzugangsbedingungen Strom. Wir haben ja einen Beschluss der Bundesnetzagentur aus Dezember 2020. Und wenn man sich jetzt so das durchliest, ja, Weiterentwicklung der Netzzugangsbedingungen Strom, dann klingt das ja eigentlich ganz schön und ja, Weiterentwicklung, das klingt so zukunftsgerichtet wunderbar. Aber wer schon hinter die Kulissen schauen kann, wer schon weiß, was sich dahinter versteckt, der wird jetzt schon laut aufstöhnen, denn hinter dieser Formulierung der Zugangsbedingung stecken die Marktregeln der Strombranche, GBKE, WIM, EMPES und MABES und außerdem auch noch der Lieferantenrahmenvertrag oder auch Netznutzungsvertrag mit den ganzen Anlagen, die nämlich jetzt hier einmal schön geändert werden zum 1. April 2022. Wichtige Unterscheidung: Zum April 2021 gibt es einige Anpassungen im EDIFACT-Bereich, also verschiedene Nachrichtenformate, Datenformate im EDI@Energy-Bereich werden hier angepasst. Dazu machen wir auch Schulungen, denn da passiert einiges, vor allem rund um die Entscheidungsbaumdiagramme und Codelisten. Da gibt es nämlich ein Dokument namens Version 1.0, was darauf hinweist, das ist komplett neu und es hat mehrere hundert Seiten. Da muss man sich auch erstmal zurechtfinden. Zum Oktober 2021 gibt es dann schon wieder Änderungen im EDIFACT-Bereich, die dann auch wieder IT-Systemanpassungen praktisch fordern. Und dann zum 1. April 2022 wollen wir einmal komplett die Marktregeln rund um eben GBKE und Co. und damit auch die Prozessabläufe ändern. Dementsprechend wird es in der nächsten Zeit nicht langweilig. Wir als Dienstleister werden genügend zu tun haben. Das ist natürlich für uns schön, aber als Versorger, als Netzbetreiber, als was auch immer für Marktpartner, als Marktrolle innerhalb der Energiewirtschaft bedeutet das natürlich jede Menge Anpassungsbedarf und zwar ständig immer wieder in kleinen oder auch mal größeren Schritten. Und heute soll es erstmal so ein bisschen teasermäßig darum gehen, was dann zum April 22 passieren wird, denn das sollte man auch langfristig vorher schon mal betrachten und vorbereiten, denn ein paar Dinge müssen auch noch in diesem Jahr gemacht werden. Und dann werden wir in der nächsten Zeit mal etwas tiefgreifender darauf eingehen, was sich ganz konkret ändert. Dann machen wir vielleicht mal wieder einen richtigen Livestream, wo wir uns mal ein, zwei Stunden lang durch die Dokumente kämpfen werden. Jetzt auf jeden Fall erstmal einen kleinen Überblick. Es gab also im Dezember, um genau zu sein, am 21.12.2020, das könnt ihr hier ja sehen, einen Beschluss in dem Festlegungsverfahren zur Weiterentwicklung der Netzzugangsbedingungen Strom. Dieses Festlegungsverfahren lief seit Juni 2020. Damals konnte man also schon in die Konsultationsvarianten dieser Änderung reinschauen und konnte sich im Zweifel auch dazu bei der Bundesnetzagentur äußern und hat dann eventuell schon mal einen Einblick daran bekommen, was passieren wird. Jetzt im Dezember gibt es eben den Beschluss, das heißt, was jetzt hier auch in den Anlagen drin steht, das ist erstmal verpflichtend zum April 2022 und wird dann auch auf jeden Fall so eingeführt. Hier haben wir dann, ich meine, 10 Beschlusspunkte. Erstens, wir haben eine neue Fassung der GPKE. Das ist dann die Anlage 1a dieses Beschlusses. Dazu kommen wir dann gleich. Und diese wird eben ab April 2022 gelten und muss dann angewendet werden. Wir kommen dann ja gleich mal genauer rein. Es gibt dann noch eine Anlage 1b. Da geht es um elektronische Preisblätter. Und wie eben dort herum jetzt auch verschiedene möglichst automatisierte Prozesse eingeführt werden. Dazu kommen wir gleich dann nochmal etwas detaillierter. Dann gibt es zum Beispiel eine Anlage 2 mit einer Neufassung der WIM, also die Wechselprozesse im Messwesen, die jetzt eben auch ein bisschen neu gefasst werden. Da schauen wir auch dann gleich schon mal rein. Es gibt außerdem Anlage 3 eine neue Fassung der EMPES, also der Einspeiseprozesse. Anlage 4 Neufassung der MABES, der Bilanzierungsprozesse. Und dann gibt es in weiteren noch Anlagen 5a, b und c, die sich rund um den Lieferantenrahmenvertrag bewegen. Wir haben dort Neufassung einerseits des Netznutzungsvertrages, Anlage 5a. Wir haben eine Neufassung der EDI-Vereinbarung, Anlage 5b. Und eine Neufassung der Zuordnungsvereinbarung, Anlage 5c. Hier wird außerdem festgelegt, die Anlage Kontaktdatenblatt wird aufgehoben. Dieses Standard-Kontaktdatenblatt wird es dann nicht mehr geben, weil
Dieser Austausch rund um das Kontaktdatenblatt, der ist im Markt eigentlich bereits durch. Dieser Austausch hat stattgefunden und deswegen wird jetzt praktisch dieses Standard, diese Standardvorgabe zum Kontaktdatenblatt erstmal insoweit gestrichen, weil eben auch die EDI-Prozesse und da alles drumherum jetzt schon deutlich weiter vorangeschritten ist, deutlich standardisierter ist und dementsprechend möchte man hier ein paar Anpassungen machen. Die Hintergründe dazu stehen ja auch in diesem Beschluss. Die kann man sich dann nachher durchlesen. Wir werden ein bisschen durchscrollen. Weil das gestrichen wird, werden dann die späteren Anlagen, die es bisher gab, entsprechend einmal nach vorne rücken, sodass wir in Zukunft nicht mehr 5 Anlagen zum Lieferantenrahmenvertrag haben, sondern dann eben hier diese 4. Das heißt, die Anlage 5 zur Ordnungsvereinbarung wird dann zur Anlage 4. Und zwar, indem der Inhalt aus der jetzigen Anlage 5c dort reinkopiert wird. Ihr merkt schon wieder, das ist so toll, dass die Bundesnetzagentur sich denkt, na, wollen wir mal die Leute richtig schön verwirren, indem wir nicht nur unser typisches bürokratisches Deutsch verwenden. Das ist klar, dass das kommt. Das ist nun mal regulatorisch, das ist eine Bundesoberbehörde. Das kommt auf jeden Fall in diese Ansprechhaltung, wie man sie eben kennt. Aber jetzt ist das auch noch so schön zu machen. Das gibt mir natürlich viel Kraft. Jedenfalls gibt es hier dann noch verschiedene weitere Hinweise, unter anderem, dass eben hier diese Netznutzungslieferantenrahmenverträge in der hier praktisch jetzt neu beschlossenen Form vor dem 1. April 2022 auch abgeschlossen werden müssen zwischen den Verteilnetzbetreibern und den Versorgern. Das heißt, immer da, wo man als Versorger irgendwo bundesweit auftritt und irgendwo in einem Netzgebiet einen Kunden versorgt, und sei es auch nur ein Einzelner, hat man ja dann mal einen Lieferantenrahmenvertrag mit dem Netzbetreiber, der da vor Ort tätig ist, abgeschlossen. Der muss neu gemacht werden. Wenn man ein Netzbetreiber ist, hat man im Zweifel hunderte Lieferantenrahmenverträge. Die werden also dann vorher mal neu abgeschlossen werden müssen in der aktualisierten Fassung. Das ist auf jeden Fall ein To-Do, was gemacht werden muss vor dem 1. April 2022. Dann geht es aber noch ein bisschen weiter. Diese ganzen Sachen treten also, wie gesagt, in Kraft zum 1. April 2022. Es gibt jetzt hier aber noch eine weitere Anlage dieses Beschlusses, Anlage Nummer 6. Und hier geht es darum, dass bereits zum Juni 2021 auf Verlangen eines Betreibers von Ladepunkten für Elektromobile, also der Betreiber der E-Mobil-Ladestation, der kann also verlangen, einen Netzzugang zur Ermöglichung eine Ladevorgang scharfen bilanziellen Energiemengenzuordnung beim Netzbetreiber eben zu bekommen. Heißt, wenn jemand einen öffentlichen Ladepunkt betreibt, dann kann es ja durchaus sein, dass da irgendwelche Leute mal anhalten und aufladen. Es wollen die vielleicht ihren eigenen Versorger oder ihren E-Mobil-Versorger auch praktisch als Abrechner haben. Die wollen also nicht pauschal oder beim örtlichen Stadtwerk abgerechnet werden. Die wollen ihren Versorger nehmen und praktisch die Ladung über ihren Versorger abrechnen können. Und dafür oder allein dafür, dass der Betreiber verschiedene Versorger möglicherweise hier zuordnet, soll also eine Regelung gefunden werden, wie das auch über schlussendlich mal Massenprozesse in Zukunft automatisiert stattfinden kann und dieser Lieferantenwechsel am E-Mobil-Ladepunkt dann eben auch stattfindet, damit, wie hier ja auch steht, die bilanzielle Zuordnung der Energiemenge eben wirklich beim richtigen Versorger im Portfolio landet, dass meine Ladung bei ihm ist und dementsprechend er die Abrechnung mit mir dann auch machen kann. Das ist dann eben mal eine schöne Weiterentwicklung rund um die E-Mobil-Ladestation. Außerdem sollen die Netzbetreiber auf Grundlage dieser Anlage 6 das auch noch sagen, wie sie die prozessuale Ausgestaltung, also die eben wirklich diesen Massenprozess, der dann automatisiert laufen soll, und die dahinterliegende vertragliche Ausgestaltung gerne haben wollen. Und das soll wiederum bis Dezember 2021 zurückgemeldet werden. Heißt im Großen und Ganzen, wir haben verschiedenste Prozessanpassungen zum April 2022. Wir haben bereits zum Juni 2021 die Forderung, dass die Betreiber von Elektromobil-Ladestationen eine praktisch scharfe Zuordnung der Energiemengen zu einem Versorger möglich machen müssen. Und wir haben dann noch die Forderung, dass bis Ende des Jahres auch noch die Ausgestaltung der Prozesse und der vertraglichen Grundlage dafür auch an die Bundesnetzagentur gerne zurückgemeldet werden soll.
Tja, das ist doch schon mal richtig cool. Das zeigt doch schon mal, dass wieder eine ganze Menge zu tun ist. Und das wird, gerade nachdem man so die Makro 2020 schön verdaut hat, wird das nochmal richtig viel Motivation in die IT-Häuser, in die IT-Abteilung, in die Edifact-Bearbeiter und so weiter bringen. Macht richtig viel Spaß, dass es all diese Anpassungen jetzt geben muss. Jetzt sind hier ja verschiedene Sachen. Ich scrolle jetzt noch einmal wieder hoch zu dem Punkt der elektronischen Preisblätter. Das habe ich nämlich noch nicht komplett mit vorgelesen. Hier gab es nämlich auch noch einen Punkt C. Denn man muss noch was machen. Bis zum August 21 möchte bitte die Bundesnetzagentur auch hier etwas haben, nämlich einen Vorschlag für ein geeignetes Einführungsszenario der elektronischen Preisblattabrechnung zwischen April 22 und dann dem 1. Januar 23. Denn so richtig aktiv soll dieses elektronische Preisblatt in der Netznutzungsabrechnung ab Januar 23 genutzt werden. So für, also steht dann hier praktisch die Netznutzungsabrechnung mit Referenzierung auf elektronische Preisblätter 1 und 3, erstmals für Stromlieferungen des Monats Januar 23. So, ab dann soll das also automatisiert laufen. Jetzt kommen diese Prozesse alle zum April 22, also etwas davor. Und für diesen Zeitraum, für diese dann 8 Monate, 9 Monate, soll ein Übergangsszenario noch erarbeitet werden. Und auch dafür soll man bitte als Netzbetreiber ein Feedback an die Bundesnetzagentur geben. Super spannend, wenn ihr Netzbetreiber seid und ihr beschäftigt euch mit diesen Themen, schnellstmöglich reinschauen und beschäftigt euch damit. Und schaut, dass ihr da ein Feedback an die BNetzA zurückgebt. Wenn man sich dann in diesen Beschluss mal anschaut, ich glaube, ich muss das hier mal kurz zurechtrücken, genau, jetzt seht ihr das. Dann habt ihr also hier bei der Bundesnetzagentur unter diesem Beschluss BK 6/2060 das Festlegungsverfahren zur Weiterentwicklung der Netzzugangsbedingungen Strom, wo dann eben hier zum 21.12.20 der Beschluss getroffen wurde. Und dann haben wir hier diese ganzen Anlagen. So, die 1a ist, wie gesagt, die GBKE, die 1b ist jetzt die Vorlage für diese elektronischen Preisblätter, beziehungsweise für den Inhalt der elektronischen Preisblätter. Ich muss mal schauen, ob ich euch das hier mal irgendwie halbwegs in den Bildschirm ziehen kann. Die könnt ihr hier dann also, ups, genauso runterladen. So, jetzt seht ihr das halbwegs. Hier sind dann praktisch die einzelnen Artikel, die in diesem elektronischen Preisblatt auch nachher so stehen werden. Und in jeweiliger Kategorisierung etc. Das soll dann also nachher möglichst automatisiert laufen, weil bisher die Preisblätter ja auch oft genug einfach so veröffentlicht werden und dann eingelesen werden in die IT-Systeme, was oft genug darauf dann auch wieder zurückführt, dass nochmal Leute das manuell eintippen müssen. Oft genug Werkstudenten oder Azubis, die dann PDF-Preisblätter ins System eintippen müssen. So, Anlage 2, wie gesagt, die WIM, dann die MPES, dann die MABIS, dann die diversen Anlagen rund um den Lieferanten Rahmenvertrag, Netznutzungsvertrag und dann Anlage 6, wiederum die Vorlage bezüglich eben der Regelung für die Elektromobil-Ladestationsbetreiber. Diese Dokumente sind ja Änderungsdokumente, das heißt, da drin ist dann markiert, was sich genau ändert. Dadurch sind die nochmal ein bisschen weiter aufgebläht. Wer jetzt so eine Art Lesefassung haben möchte, findet die auch hier noch weiter unten. Das sind die unverbindlichen konsolidierten Lesefassungen, wo dann also praktisch schon möglichst die finale Variante der zukünftigen Dokumente zu finden wäre. Wenn ihr jetzt euch denkt, ihr schaut euch das gerne genauestens an, so, das war jetzt hier der Beschluss selbst, der hat ungefähr 70 Seiten. Das kann man sich also wirklich durcharbeiten, weil dann kommen hier erstmal so ein paar Gründe, dann kommen hier noch so ein paar Rechtsgrundlagen und dann unter Römisch 5 Ausgestaltung der Vorgaben im Detail. Habt ihr dann zum Beispiel hier erstens stehen, erstens Änderung der Festlegung GPKE. Und dann stehen hier tatsächlich die Änderungen, die jetzt stattfinden. Unter anderem gibt es zum Beispiel beim Lieferende, gibt es noch eine Variante Lieferende Netzbetreiber an Lieferant, wenn es zum Beispiel um eine Stilllegung einer Stelle geht. Es gibt bei Beginn der Ersatzgrundversorgung den Fall, dass hier ein Grund für diese Ersatz- oder Grundversorgung angestoßen wird, genau aus welchem Grund diese Marktlokation dorthin geschoben werden soll, damit nämlich die korrekte Zuordnung in Ersatz- oder Grundversorgung auch entsprechend stattfinden kann, also dass auch da praktisch der Empfänger nochmal für sich
festlegen kann, macht es gerade Sinn, dass das in eine Ersatzversorgung geht oder hätte es eigentlich in eine Grundversorgung von vornherein gehen sollen, weil wir den Kunden schon kennen oder was auch immer. Dann eben hier die Regelung zum elektronischen Preisblatt etc. Da kann man eine ganze Weile durchscrollen und sieht dann irgendwann, ich glaube es sind 10 Punkte bis 1,10, sieht dann irgendwann genau Austausch der Kommunikationsdaten, dass Asynchronmodell, dass wir es jetzt geschafft haben. So diese Seiten, diese vielleicht jetzt nicht ganz 20 Seiten waren, die Änderung zum GBKE, das kann man sich im Zweifel durchlesen, gerade weil ja noch ein bisschen Zeit da ist und kann jetzt schon mal verstehen, wenigstens überfliegen, was passiert denn ganz konkret. Dann haben wir die WIM-Änderung, dann haben wir irgendwann später die MPES und die MABIS-Änderung und die Hintergründe zu den Lieferanten-Rahmenvertragsthemen. Das ist also verständlich. Ne? Also man kann sich das hier durchaus mal anschauen und dann ein Gefühl dafür kriegen, warum hier Dinge geändert werden. Aber wenn ihr dann denkt, ah, easy going, das ist doch Anfängerkram, ich gehe in die richtigen Dokumente rein, dann findet ihr hier zum Beispiel dann diese Anlage 1a, die Neufassung der GPKE. Und dann ist das hier ein Dokument mit 205 Seiten. Und wo ihr dann hier schon mal anhand auch dieser farblichen Situation sehen könnt, das ist jetzt praktisch das neue Inhaltsverzeichnis, und wenn man dann weiter runter scrollt, seht ihr dann auch nochmal hier durchgestrichen das alte Inhaltsverzeichnis, was dann praktisch dahinter immer steht. Also nicht nebeneinander, sondern immer dahinter steht. Dadurch ist diese Datei ein bisschen weiter aufgebläht und hat ein paar mehr Seiten, als theoretisch notwendig sein würden. Aber so könnt ihr zumindest ganz gut dann erkennen, wo es eben Änderungen gibt. Und wenn wir jetzt hier mal so durchscrollen, dann sieht man zum Beispiel, hier ist eine Neufassung, ne, dieses elektronische Preisblatt, blau markiert, ist jetzt neu drin, deswegen ist auch nichts durchgestrichen, es ist praktisch ein Zusatz, während wir vielleicht auch mal irgendwo dann etwas sehen, wo was durchgestrichen worden ist, das hier ist alles noch neu gewesen. Hier zum Beispiel ein Satz einfach nur komplett gelöscht, die Messlokation entspricht der Messstelle, bla bla, ist das hier einfach raus. Und dann könnt ihr also in der eigentlichen GBKE-Prozessbeschreibung zum Beispiel hier mal sehen, was hier eben geändert wurde. In Anwendung des Use Case Beginn der Ersatzgrundversorgung und durchgestrichen Use Case Beginn der Ersatzgrundversorgung, Beginn der Ersatzgrundversorgung, Use Case Beginn der Ersatzgrundversorgung. Manchmal gibt es hier also auch noch Layout-Probleme. Lasst euch von sowas erstmal nicht aufhalten. Kämpft euch im Zweifel durch, wenn ihr wirklich jetzt schon verstehen wollt, was da passiert. Wenn ihr aber denkt, diese Änderungsansicht ist mir wirklich nicht sympathisch, ich möchte lieber in die Lesefassung gehen, dann findet ihr diese eben auch. Und die hat jetzt schon mal ein paar Seiten weniger, weil die praktisch fertig gelayoutet ist. Die konsolidierte Lesefassung, die ist es praktisch die Variante, wie sie in Zukunft sein müsste. Es könnte aber sein, dass hier und da nochmal ganz kleine logische Fehler drin sind, weil auch da hat das jetzt jemand zusammengebaut. Vielleicht hat sich da auch jemand mal verklickt. Das kann passieren. Das ist also nicht verbindlich. Das ist aber eine Lesefassung, wie sie jetzt schon mal praktisch zur Verfügung steht. Und dann seht ihr hier eben, was in Zukunft die neue Variante der GPKE sein würde. So, und so könnt ihr das eben dann weitermachen. Ihr seht dann hier wieder zum Beispiel die Änderungsfassung der WIM 229 Seiten und die Lesefassung 172 Seiten. Also da ist anscheinend viel geändert worden, weil dann eben viele Seiten mit diesen Anpassungen zu finden sind. Die MPES hat hier 47 und original 44 Seiten, da ist also nicht viel passiert. Ich glaube, bei der MPES gab es vor allem eine Anpassung der Definition von Tranchen. MABIS ist hier aufgepickt auf 370 Seiten, hat eigentlich aber auch nur knapp 300 Seiten. Das ist also insoweit mal die Info für euch. Je nachdem, was ihr besser findet zum Durcharbeiten, je nachdem, wie tief ihr auch drin seid, nehmt halt diese eigentliche Beschlussfassung mit den Änderungen, die da noch drinstehen, oder nehmt die konsolidierte Lesefassung, wo es aber sein kann, dass da mal noch ein kleines Fehlerchen irgendwo drinsteht. Wie gesagt, findet ihr dann im Weiteren noch die Netznutzungsvertragsvorlage, die sich jetzt hier eben auch geändert hat. Ihr seht ja beim Durchscrollen, da ist auch einiges blau. Die konsolidierte Lesefassung, 16 Seiten, kann man dann hier auch schon mal wieder nutzen. Gerade wenn ihr im Thema Lieferantenrahmenvertrag, Netznutzungsvertrag tätig seid, könnt ihr euch das ja mal garantiert durchschauen. Dann die Anpassungen rund um den elektronischen Datenaustausch, wo es eben auch hier die entsprechenden beiden Varianten geben würde und so weiter. Die Vorlage rund um die Elektromobilitätsgeschichte hat auch nur erstmal so 3 Seiten. In diesem Grundlagenpapier praktisch kann man sich also auch ruhig mal anschauen. Und dazwischen gab es noch die Zuordnungsvereinbarung, die habe ich gerade übersprungen. Auch hier Änderungsfassung 7 Seiten, Lesefassung 5 Seiten. Kann man sich also wirklich mal geben und damit verstehen, was jetzt zum April 2022 operativ
wirksam sein wird. Seid euch halt bewusst, die nächsten Jahre werden dementsprechend nicht langweiliger. Ja, eine Marco 2020 hat viel gemacht, dann kam auch Corona, also dann ist das alles so ein bisschen ja auch verschoben worden teilweise. Und jetzt haben wir wirklich nach und nach im April 21 neue Edifact-Formate oder Varianten der Formate. Dann haben wir zum Oktober 21 auch da wieder neue Versionen der Edifact-Formate und zum April 22 gibt es vielleicht auch wieder neue Edifact-Versionen, aber vor allem gibt es hier neue Fassungen der Marktregeln und der Lieferantenrahmenverträge und eben auch Netznutzungsverträge plus eben noch diesen Punkt rund um die Elektromobilität. Das ist spannend, da wird einiges passieren. Wir werden uns die Details, was da passiert, denn ein paar Änderungen sind auch wirklich interessant, werden wir uns dann mal demnächst anschauen. Da machen wir, wie gesagt, einen Livestream. Wenn ihr das jetzt schon mal lesen wollt, geht halt, wie gesagt, in die eigentliche Beschlussfassung mit den 70 Seiten und schaut dann hier praktisch danach, wo die Detailbeschreibung der Änderung stehen. Das ist dann hier am Anfang schon unter Römisch 5 die Ausgestaltung der Vorgaben im Detail. Dann die nächsten 60 Seiten sind die tatsächlichen Änderungen, die es dann hier gibt. Sucht euch das raus, was euch am meisten interessiert und dann geht tiefer rein. Habt ihr jetzt schon mal Fragen zu eben genau diesen Marktregelanpassungen, dann gerne schon mal in die Kommentare, dann greifen wir die auch auf, wenn wir dann mal ein längeres Video dazu machen werden. Ansonsten wie immer, liked das Video und abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.